Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den DM Bio Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 24,95 für 830 Gramm, stand hier eben irgendwo drauf, 830 Gramm Produkt. Bin ich mal gespannt, ob wir da den Preis matchen werden. 24 kleine Überraschungen sollen hier auch nur drin sein. Ich werde euch den Wert auch so ein bisschen ausrechnen, dass wir es einfach uns anschauen können. Letztendlich müsst ihr aber entscheiden, ob sich das, was hier drin ist, für euch lohnt, für die 24,95. Ne? Und zu dem DM Bio Adventskalender habe ich auch eine ganz besondere Verbindung, denn witzigerweise ist das Video, was mir damals halt auch so einen richtigen Push gegeben hat vor 5 Jahren ungefähr auf dem Kanal, als ich den das erste Mal vorgestellt habe. Und deswegen habe ich da eine ganz besondere Herzensverbindung zu diesem Adventskalender. Und ganz abgesehen davon liebe ich die DM Bio-Produkte und finde es einfach großartig, dass wir Produkte in Bio-Qualität zu so einem günstigen Preis halt in der Drogerie bekommen. Ne? Also zum Beispiel auch unser Lieblingskaffee kommt von DM Bio. Dann habe ich hier zuallererst im ersten Kläppchen Oblatenlebkuchen glasiert drin. Eieiei, 28 Gramm. Das wird ein Fest. Oi. Also ich habe jetzt auch schon in den Läden die ersten Lebkuchen und Spekulatius und so stehen sehen, ne? Und ich habe richtig Bock drauf. Am 2. Dezember haben wir hier Kakaoflakes mit Sternen drin, 25 Gramm. Das ist dieses hier. Ich denke, dass das etwas ist, also dass man das halt wie so ein Müsli isst. Ne? Übrigens liebe ich die Verpackung. Das ist extrem cool, dass sie halt diese Einzelverpackung auch so hübsch designen. Ne? Ja, 25 Gramm ist ein bisschen wenig. Damit werde ich persönlich nicht satt. Ne? Da muss ich mir schon ein paar mehr von diesen Päckchen zusammenmischen. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall zum Frühstück mit reinmischen. Und dann hast du so süße Sternchenflakes. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier ist ein Schokololli mit weißer Schokolade drin. Boah, richtig geil. 15 Gramm ist das. Und ja, ich erinnere mich halt dran, damals hatte meine Oma auch immer solche Schokolollis. Das war aber nicht in weißer Schokolade, das waren halt diese ganz klassischen. Und ich habe sie geliebt. Es war, also das ist Kindheit, ne? Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Roter Winterpunsch. Ist das ein Tee? 4 Gramm, 2x2 Gramm. Jo, hier hast du Tee drin, wie cool. Also wird jetzt nicht so einen Ultrawert haben, aber schön, oder? Ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Vielleicht, wenn ich demnächst mal in der Wanne liege, schönen roten Winterpunsch dazu. Läuft. Einen Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, finden wir Erdnusskerne geröstet und gesalzen. 35 Gramm in diesem Adventskalender. Das ist auch mein Vibe. Ich mag sehr, sehr gerne Erdnüsse. Das sind einfach leckere Sachen. Ja, ich mag auch super gerne schokolierte Erdnüsse, die esse ich mir jeden Abend. An Nikolaus selber haben wir einen Tassenkuchen-Brownie hier drin. Eine Backmischung mit Kakao, 50 Gramm sind hier drin. Ich glaube, dass man da halt irgendwie nur so ein bisschen, hier steht es auch, mit Öl und Milch in eine Tasse reinmachen, die du in eine Mikrowelle packen kannst. 90 Sekunden in die Mikrowelle packen und dann kannst du dir den Tassenkuchen gönnen. Also finde ich schön. Ist auch einfach, ne? Also für Backdummies wie mich ist es definitiv geeignet, hoffe ich. Am 7. Dezember erhalten wir Kokoschips mit Kakao. 25 Gramm sind hier drin. Nicht jeder mag Kokos, aber Kokos ist gesund. Ich mag Kokos und ich finde es schön, dass es hier mit drin ist. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir Apfelzimt-Crunchy drin mit 40 Gramm. Ja, das ist auch so eine kleine Müsli-Mischung. Die würde ich mir sehr wahrscheinlich mit den Kakaoflakes zusammen gönnen, um da halt ein bisschen mehr was in der Schüssel drin zu haben. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Dinkelwaffeln mit Milch- und Haselnuss-Nougat-Füllung freuen. Da sind 23 Gramm drin enthalten. Das ist wahrscheinlich wie so ein Hanuta oder sowas, ne? Schön. In der Nummer 10 darf es mit knusprigen Apfelstückchen weitergehen. 15 Gramm sind hier drin enthalten. Und sowas kann man sich definitiv dann so einfach übers Müsli drüber machen. Die Nummer 11 ist zwar eine Schnapszahl, aber sie überrascht uns mit was Antialkoholischem. Und zwar Kichererbsen. Geröstet und gewürzt. 15 Gramm sind hier drin. Und das ist definitiv ein Topping in meinen Augen. Zur Halbzeit in... Oh, das ist aber weich geworden. Oh. Ist ein bisschen warm hier, ne? Zur Halbzeit enthält der Adventskalender einen Schokostick mit Haselnusscreme. 22 Gramm ist wahrscheinlich wie so ein... Wie heißen die Dinger? Nicht Giotto, oder? Diese langen, dünnen... Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, so soll das sein. Aber es ist sehr, sehr weich. Muss ich aufpassen, packe ich gleich mal besser in den Kühlschrank. Oh ja, am 13.
Dezember geht es mit Mandeln weiter. Die sind geröstet und gesalzen. 25 Gramm haben wir hier drin. Und ich mag Mandeln. Mandeln sind gesund und so eine Handvoll Nüsse kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Wobei Mandeln sind, glaube ich, eher Kerne und weniger Nüsse oder so. Irgendwie ganz weird, oder? Ja. Am 14. Dezember haben wir ein Haferporridge mit Spekulatius-Gewürzmischung drin. 50 Gramm sind hier und das kann man sich halt super toppen mit den Kokoschips zum Beispiel oder den Kichererbsen oder was auch immer sonst noch hier so im Adventskalender drin sein wird. Am 15. Dezember gibt es eine Mandel-Tonka-Creme mit 40 Gramm. Das finde ich schön, muss ich ehrlich sagen. Hört sich sehr, sehr, sehr ansprechend an. Dann hat man auch ein bisschen was von dem Adventskalender direkt auf dem Frühstückstisch. Am 16. Dezember gibt es Dinkelbrezeln in Vollmilchschokolade, 15 Gramm. Die werden auch ruckzuck vernichtet werden, ne? Also sowas finde ich ja super lecker. Und ja, ist lecker, ist gut, ist mal so ein Snack. Ja, eine Woche vor Heiligabend haben wir Granola mit Himbeeren hier drin, 50 Gramm. Und das kannst du mit mehreren von den Sachen, die wir jetzt auch schon gesehen haben, kombinieren. Ne, das ist ja einfach so Granola halt ein bisschen. Halt, du kannst mit dem Apfel-Zimt-Crunchy und den Kakaoflakes zusammen in einen Schälchen machen und dann hast du direkt was Reichhaltiges für den Tag. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember ist am Start und gibt uns Cashews in Schokolade mit Salzkaramell, 15 Gramm. Hört sich super lecker an. Oh, alles, was jetzt irgendwie so Salz und Karamell, ne, salzig und süß, Kombination, haben sie mich. Die Nummer 19 hat eben schon die Nummer 5 besucht, weil sie runtergerutscht war. Schokoriegel feine Bitter mit Spekulatius, 37,5 Gramm haben wir hier drin. Ja, auf jeden Fall, weihnachtliche Geschmacksrichtung, das kann was werden. Eine kleine Mango-Fruchtschnitte mit ganzen 20 Gramm verbirgt sich im Kläppchen Nummer 20. Ne? Ist doch, ja, das ist die 20. Das ist einmal dieses hier und sowas esse ich mir auch super gerne zwischendurch. Also wenn ich zum Beispiel so wie heute einfach super viele Videos drehe und so, komme ich halt auch manchmal nicht so wirklich dazu, groß irgendwas zu essen oder so. Ja, ich esse mir schon Mahlzeiten, aber manchmal, ne, fällt die Mahlzeit dann etwas schneller oder kleiner aus. Und dann ist man ganz froh, wenn man mal so einen kleinen Snack hier oben auch liegen hat. Einen Blitzball mit Kakao- und Erdnussfüllung mit 20 Gramm haben wir am 21. Dezember hier drin. Die mag ich sehr, sehr gerne. Also die kann man ja auch so kaufen bei DM Bio, ne? Also bei DM. Und habe ich auch bei mir im Schreibtisch immer drin, wenn ich mal eben zwischendurch mir sowas gönnen möchte. Und die sind so schön weich und lecker und saftig. Mag ich. Also mit dem hätte ich jetzt in der Nummer 22 nicht gerechnet. Das ist sehr, sehr interessant. Ein Haferdrink, winterliche Haselnuss. 200 Milliliter sind hier drin und ja, den kannst du natürlich auch kombinieren mit den Müsli-Geschichten, die wir hier haben, ne? Oder halt einfach so trinken. Einen Tag vor Heiligabend gibt es nochmal ein Dattelkonfekt mit Spekulatius-Gewürz. Mhm, geht richtig ab. 17 Gramm haben wir hier drin. Hört sich auf jeden Fall extrem lecker an. Trommelwirbel. Zur Nummer 24 haben wir hier Verschiedenes drin. Einmal, das finde ich ja cool, Saatgut, Eisbergsalat, Saladin, Voranzucht. Ja, okay, wie man das halt so pflanzt. Das ist ja auch witzig. Wusste ich nicht, dass DM Bio sowas hat. Ich weiß nicht, wie viel Gramm hier so drin sind. Das ist ja einfach so eine kleine Mischung halt, ne? Keine Ahnung, wie man das so bepreist. Und ein Lebkuchenpudding. Das ist speziell, aber ich finde es cool. Have a wonderful Christmas. Winterlicher Pudding mit Lebkuchen-Gewürzmischung. 38 Gramm sind hier drin enthalten. Und das machst du entweder mit 100 Milliliter Milch oder Pflanzendrink, den wir ja hier auch so ein bisschen haben. Und dann nochmal 400 Milliliter drauf und 2 Esslöffel Zucker, dann aufkochen. Und dies, das, Ananas, also man muss es halt wirklich zubereiten. Das ist jetzt nicht eben so kalt angerührt und fertig. So, da haben wir jetzt einmal den Adventskalender auseinander gepflückt und der liegt vor mir. Ich finde ihn definitiv besser als die vegane Variante, weil wir hier auch größere Sachen drin haben und auch ein bisschen mehr Vielfalt. Mir gefällt dieser Adventskalender einfach richtig, richtig gut. Vielleicht einfach, weil ich diese Herzensverbindung zu ihm habe. Ich finde, dass wir dieses Jahr so vom Gefühl her kleinere Größen drin haben wie letztes Jahr, weiß ich aber gerade nicht so genau, aber mir gefällt, was ich vor mir sehe, muss ich wirklich sagen. Ob er sich für 24,95 für einen lohnt, muss man wie gesagt für sich selber herausfinden. Ich glaube schon, dass es sich für mich lohnen würde. Das sind schon ganz coole Sachen und vor allem ist es halt auch einfach eine Sache, den du wirklich als Adventskalender auch nehmen kannst und jeden Tag einfach eine schmackhafte Überraschung überleben kannst. Wow, es ist einfach schon 10:30. Erleben kannst.
Aber wie seht ihr das? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Also der Adventskalender gibt einem zum einen natürlich Produkte, die mal eben schnell zum Snacken oder Fertigmachen sind, aber dann halt auch Sachen, wo du vielleicht etwas aktiver in der Küche werden musst, was ich auch vielleicht gar nicht mal so schlecht finde, auch wenn ich ein Küchenmuffel geworden bin. Nun, das wäre es hier von mir gewesen. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, super gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.